Grüß Gott, liebe Anlegerinnen, liebe Anleger. Ich wünsche Ihnen noch ein gutes neues Jahr 2018. Was bringt denn das neue Kapitalmarktjahr 2018? Ich denke, es wird grundsätzlich kein schlechtes Jahr für die Aktienmärkte. Schauen wir zuerst auf die Weltkonjunktur. Die entwickelt sich in diesem Jahr noch besser als im letzten Jahr. Ja, wir erwarten sogar, dass das Weltwirtschaftswachstum so hoch ist wie seit 2011 nicht mehr. In den Schwellenländern, in den Emerging Markets, stellen wir fest, da entwickeln sich robuste, moderne, innovative Binnenkonjunkturen, Hightech-Standorte, die zwar nicht mehr so dramatisch wachsen wie früher, dafür aber auf der Qualitätsebene nachhaltiger und sehr stabil. In Amerika sehen wir, dass die Steuersenkung, diese markante Steuersenkung funktioniert. Das macht den amerikanischen Standort noch attraktiver, verspricht noch höhere Unternehmensgewinne. Davon kann auch Europa profitieren. In Europa finden wir ja auch in Deutschland, in Frankreich, auch in Österreich die sehr guten Exportwerte, die natürlich von der Weltkonjunktur sofort profitieren. Aber Europa selbst macht immer mehr, zumindest ein bisschen, die Hausaufgaben. In Frankreich, der neue Staatspräsident macht ernst, er möchte den französischen Standort auf Vordermann bringen. In Italien müssen wir schauen, was die Wahlen bringen. Anfang März, ich erwarte aber, dass hier kein eurokritisches Ergebnis dabei rauskommt. Das heißt, das Thema Eurokrise, Staatsschuldenkrise, politische Krise sollte uns in diesem Jahr nicht weiter beschäftigen. Da bietet sich die Frage an, was macht denn die Geldpolitik, wenn denn die Weltkonjunktur so gut läuft, müsste dann die Geldpolitik restriktiver werden. Und wir stellen fest, die Amerikaner haben ja schon gesagt, dass die US-Notenbank in diesem Jahr 2 bis 3 Zinserhöhungen machen wird. Die sind aber bereits eingepreist. Die tun erstens nicht weh. Und zweitens müssen wir feststellen, solange dann immer noch die Inflationsrate in Amerika oberhalb der Notenbankzinsen liegt, sprechen wir nicht von restriktiver Geldpolitik. Die EZB, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie ab Oktober 2018 keine neuen Staatspapiere mehr ankaufen wird. Allerdings ist es auch nicht dramatisch, denn das Rekordniveau an Liquiditätsausstattung bleibt ja erhalten. Es wird nicht weniger, auch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und damit lässt sich die Konjunktur immer noch wunderbar finanzieren und große Renditeanstiege erwarte ich nicht. Auch weil die EZB noch lange Zeit die Finger von Zinserhöhungen lassen wird. Das Ganze spricht dafür, dass der Euro auch nicht so stark wird. Die große Gefahr ist ja im Augenblick, dass man sagt, der Euro geht massiv durch die Decke. Nein, solange die EZB eben in ihrer Geldpolitik vorsichtig bleibt, ist auch das kein Handicap für die Exportwerte aus Europa. Ein besonderes Schmankerl dieses Jahr bleibt auf jeden Fall die Dividendenausschüttung. Wir werden für Deutschland, aber auch für ganz Europa definitiv feststellen, dass wir neue Ausschüttungsrekordstände haben werden. Also der entgangene Nutzen von Zinsen, an dem wir uns früher noch gelabt haben, ist heute eben durch Dividende wunderbar als Ersatzbefriedigung zu sehen. Das macht richtig Spaß. Und es gibt in diesem Jahr noch ein besonderes Sonderthema, das ist die Übernahmefantasie. Wir stellen ja fest, dass die Unternehmen sehr viel Geld verdient haben, auch durch die gute Weltkonjunktur. Was macht man damit? Nun, ein Weg ist natürlich, Aktien zurückzukaufen, Dividenden zu erhöhen. Das haben wir gesehen, ist auch ein positiver Bringer und Burner, wie man so schön sagt, für die Aktienmärkte. Aber das Geld wird auch immer stärker dazu genutzt, Übernahmen zu finanzieren, also die Konkurrenz aufzukaufen. Und da ja dann Übernahmen immer so finanziert werden, dass man auf einem Kursniveau nach oben erst draufsattelt, heißt das natürlich auch, dass die Aktienmärkte weiter ansteigen werden. Meine Damen und Herren, wir müssen zwar in diesem Jahr 2018 nicht erwarten, dass wir ähnlich hervorragende Aktiengewinne haben wie im letzten Jahr, aber es wird insgesamt mit mehr Schwankungen ein gutes Aktienjahr 2018 werden. Und gerade auch was die Mittelstandsaktien aus Deutschland angeht, die werden ja von der Übernahmefantasie besonders gerne mitgenommen. Die Chinesen wollen unseren Mittelstand ja kaufen, sind hinter dem Mittelstand her wie der Teufel hinter der armen Seele. Auch das spricht dafür, dass ein MDAX, der TecDAX und auch die kleineren deutschen Aktienindizes gut laufen werden. Aber sehr deutlich zu sagen, es wird mehr Schwankungen geben, aber kein schlechter Aktienjahr 2018. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, in diesem Jahr dem Aktienmarkt fremd zu gehen. Und das Schöne ist, an der Wiener Börse bekommen Sie bei den Global Markets alle Aktien aus Europa, aus den USA auch. Die können Sie da wunderbar ordern. Damit sind Sie dabei, wenn es heißt, auch 2018 steigen die Aktienmärkte weiter. Ich bedanke mich. Glück auf!